für unseren, ach, wenn ich Exoten sage, ist das auch nicht ganz richtig. Wir hatten schon ein paar Friesen im Grand Prix-Sport, aber es als alltäglich zu bezeichnen, das wäre sicher Quatsch. Da haben wir aber wieder ein internationaler Vier-Sterne-Grand Prix. Und Lissan Fenje aus den Niederlanden hat ihren Friesen mitgebracht. Er ist 13 und er heißt Wirtmer Fanne Boppelannensvoort. Geballte Kraft voraus, aber durchaus auch mit einem durchschwingenden Hinterbein. Sehr deutliches Kreuzen. Ich wünsche mir ein ganz wenig mehr Bewegungsfluss. Ebenso. Da. Wirklich weites Kreuzen, auch in der Vorhand, sehr imposant, etwas fließender. Na, wo guckt er hin? Sehr deutliches, diagonales Abfußen, schade durch das etwas abgelenkt sein. Am Anfang war der Anfang des Rückwärtsrichten nicht ganz so schön. Sehr energievoll, aber mir etwas eilig. Es wäre noch schöner, wenn er dann noch mehr Takt hält und wirklich noch mehr zum schwebenden Effekt kommt. Schwebend ist ganz falsch, durchschwingend. Aber sowas von auf der Stelle und sowas von diagonal und sehr taktmäßig daraus. Oh. Bisschen dünn im Nervenkostüm hier und da. Schade, Passage nicht so hoch in der Qualität anzusiedeln wie die Piaffe. Die Piaffe wirklich sehr, sehr ordentlich auf der Stelle. Na, wo will er jetzt hin? Jetzt torkelt er ein bisschen. Schwankt, hat nicht den Zug nach vorne. Auch definitiv mit der Nase viel zu tief. Was sucht er? Das wäre ganz schön vielleicht, aber mein Gott, die Reiter kennen die Pferde immer besser. Sie weiß sicher, warum sie es nicht gemacht hat. Ihm hier so ein bisschen mehr zu sagen, ey, komm nach vorne, nicht zu doll nach unten verbuddeln. Ja, der Schritt darf geregelter, klarer sein. Und zwar sowohl der Starke als auch der Versammelte. Also Piaffe, da hat er wirklich eine gute Art und Weise gefunden. In der Passage fehlt mir ein bisschen der Moment der Schwebe. Und auch das Gleichmaß zwischendurch. Galoppade, Grundgalopp im Bergauf, absolut. Man hat natürlich schnell die Idee im Kopf, dass er in der Haltung ein bisschen eng ist da vorne, aber da muss man bitte einmal hingucken. Er hat diesen sehr breiten, kurzen Hals. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Durchspringen, aber wirklich ein super durchgesprungener fliegender Wechsel. Gerade beim Traversieren nach rechts hier in der Zickzack. Viel zu wenig Biegung. Am Ende kommt auch echt Spannung auf. Ja, jetzt muss ich ihn einmal wirklich regulieren, um hier dann wieder
ihn für diese Diagonale unter Kontrolle zu haben. Okay, einmal durchatmen. Das war spannend. Das war etwas schwankend, angespannt. Die wechseln nach links mit Mühe, die rechten sehr viel lässiger. Aber sie hat sie fehlerfrei hierher gekriegt. Noch etwas weggedreht hinten, aber sonst von der Idee absolut richtig. Die einzelnen Wechsel, die springt er eigentlich schon wirklich schön. In der Serie eben noch mit etwas Schwierigkeit. Hier kommt er erst viel zu groß rein, dann bleibt er ihr hinten etwas stecken. Mit einem Schlenker im Vorderbein, aber sehr aktiv abfußend. So wie wir das jetzt sehen, sieht die Passage auch eigentlich sehr schön gleichmäßig aus hier auf der Schlusslinie. Sie kommt sehr aktiv in die Piaffe und nimmt den Takt mit in die Passage. Oh, brr. Da wird er ihr ganz schön stark. Da am Ende, da muss sie selber mal kurz lachen. Also da hat sie schon was hingezaubert hier. Die Lissan Fenje und ihr Friese, den sie da mitgebracht hat. Wirklich Hut ab. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich einen Friesen schon mal habe so piaffieren sehen, so engagiert, auch passagieren. In der Passage immer noch mal so ein bisschen übereifrig vielleicht. Ja, die Wechseltouren, das war, glaube ich, schon ein Manko. Da fehlte ihm dann doch so diese Lässigkeit des Durchspringens und das auch in der Zickzack mit diesem großen, auch massigen Pferd. Eine Zickzack-Galopp-Traversale zu reiten, das ist natürlich auch nochmal eine extra Herausforderung. Ja, die Zweier, die hatte sie noch definitiv sehr viel besser unter Kontrolle. Bei den Einern war das Ganze dann doch noch ein bisschen schwieriger. Und hier gebe ich zu, habe ich mich ein bisschen zurückgelehnt zum Bremsen, so nach dem Motto. Aber auch das hat sie gut gemeistert. Interessante Aufgabe, die wir da gesehen haben von diesem niederländischen Paar. Auch die nächste Starterin dürfte Ihnen bekannt sein. Hier in Donaueschingen ist sie gerne zu Gast.